Ich bin von Open Forum. Das ist ein kleines Projekt in Positive Networks, wo wir uns um Kunstprojekte, Medienprojekte, aber auch Gesprächs-, Entscheidungs- und Begegnungskultur kümmern. Die Anna Lindh als schwedische Außenministerin hat zum Beispiel mal gesagt, Dialog ist nicht genug, Begegnungen entscheiden. Und ich wollte so ein bisschen sagen, wenn wir jetzt von neuen Partizipationsformen reden oder wie wir Grenzen zwischen uns auflösen können, dass ich ein bisschen meine Betroffenheit hier schildern muss. Wir haben gerade noch von Gordon Ash gehört, da kommen ganz andere Skalen, ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Was machen wir? Also der Ansatz, den ich hier sehe, ist super. Da kann jetzt einer mal 3 oder 5 Minuten was sagen. Aber es ist immer noch ein Monolog. Wenn wir da gegenüber hingehen bei Occupy, da wird signalisiert durch so, ja, Zustimmung oder so, Mensch, hör endlich auf zu reden. Das heißt, es kommt was, Begegnung, Interaktion. Das heißt, dass wir zu einem tiefen Gespräch kommen, dass Leute nicht nur reden und dann redet der Nächste, sondern dass wir uns wirklich ermutigen, co-kreativ, ich möchte sogar sagen, befruchten, denn Ideen wachsen, indem man ganz tief nicht aufeinander einhaut, Diskussion, sondern Percussion auch nicht macht, sondern wirklich wertschätzt und Anteil nimmt. Und das machen wir, indem wir uns im Kreis setzen und sagen, keiner hat die Redezeit. Das heißt, es wäre so wie jetzt, 7 oder 20 würden sich im Kreis setzen und jeder würde nur dann reden, wenn die anderen ihm Redezeit schenken. Das heißt, wir machen Blitzlicht und dann wird Aufmerksamkeit geschenkt und jederzeit weitergeschenkt. Das ist also wie so ein Open Space, ein Open Forum, wo wir co-kreativ, dynamisch, lebendig an solchen Themen arbeiten. Und ich glaube, das ist dringend nötig, denn wir müssen immer versuchen rauszukriegen, nicht was die Person sagt, sondern was sie meint. Und das geht nur im ganz schnellen Ping-Pong spielen. Ich nenne dieses im Kreis sich Redezeiten immer nur schenken, also begrenzt, sagen wir mal, 60 Bierdeckel, 60 Minuten, nenne ich Stammtisch 2.0. Wir machen das aber auch Stammtisch 3.0 im Internet, denn auch da kann man visualisieren. Und da sind die Herausforderungen, wie wir ja gehört haben, im Rahmen einer modernen Medien-Cyber-Culture noch viel größer. Also wir haben die große Herausforderung, und das sind Friedensprojekte, gestartet mit den Initiatoren des Club of Rome vor 40 Jahren, nicht nur prognostisch Karten und Modelle zu machen, sondern partizipativ und normativ die Werte, die Rahmen, die Kontexte in solchen tiefen Begegnungen, zu erfragen und nicht zu sagen, richtig, falsch, gut, böse, sondern beeinflusst Äpfel, Birnen und was ist mit anderen Früchten, dass wir also zu tiefen Treibern, zu den grundlegenden Themen hinter den Themen und hinter den Worten und Bedeutungen kommen. Jedenfalls, das nennt sich strukturierter Dialog-Design-Prozess. Ich glaube, sowas muss wirklich in Ausschüsse rein und nachvollziehbar. Und wir haben das jetzt, vielleicht kann ich das zum Schluss noch eben sagen, als dieses Google-Institut jetzt hier vor einer Woche oder 10 Tagen hier in Berlin gegründet wurde, als Alexander von Humboldt-Institut, da haben wir gesagt, da muss auch der Rahmen noch zu. Denn die Gefahr besteht, dass wir jetzt wieder Grenzen zwischen den Sprachen aufbauen. Das hat Gordon Ash gerade angesprochen. Wie können wir zu Bedeutungen kommen, und zwar auch Bedeutung in einem Rahmen? Wir haben das dann, Alexander von Humboldt sollte mal an seinen Freund Karl Ritter erinnern, der auch den Rahmen, die Kontexte mit einbezogen hat. Jedenfalls in diesen Diskussionsformen, in diesen Themen, um wirklich zu überlegen, was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt alle miteinander reden können? Also es kommen immer neue Sprachbrücken und wir sagen in der Übersetzungsforschung, die Engländer und Amis sind nicht durch den Atlantik getrennt, sondern durch eine gemeinsame Sprache. Wir müssen rausspüren, was der andere meint. Vielleicht ist es auch so bei den Ossis und die Wessis. Die haben denselben Begriff, aber meinen was anderes. Und dann streitet man. Und diese Friedensprojekte, auf die ich hinweisen wollte, mit diesen Global Agoras Gruppen, ist einfach,
dass man merkt, oh, da ist eine Minderheitsmeinung, nicht um die platt zu machen, sondern immer mehr Aufmerksamkeit der Person zu geben. Und dann haben wir das erlebt, dass die Gruppenmeinung die Meinung der Minderheit annahm. Also da ist, wir nennen das dann mit den Rundgesprächen auch Magic Round Tables, da ist etwas Magisches drin, wenn etwas Gemeinsames möglich ist. Und ich begrüße nochmal, dass man vielleicht auch mal zu Occupy rübergeht oder solche Experimente macht, um versucht rauszubekommen, wie können wir zu mehreren Ohren und nicht aufeinander eindreschen kommen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir kommen zu einer dritten Prophezeiung. Wir haben ja noch eine. Das Jahr 1500.